Quadratisch eingepackt, das muss etwas Besonderes sein. Zwei Herzen und zwei Namen ineinander geschlungen. Nina kenne ich doch, wer mag Andreas sein? Dann mit etwas Winkel kamen wir darauf. Die Lina wohnt doch mit nem Andi in nem Haus. Da fiel es auch uns allen anderen wieder ein. Der Andreas, das muss der Schnüdi sein. Die lieben sich, wir freuen uns für sie und wir feiern heute allen zusammen. Die Namen stehen, die lieben sich, wir wünschen für die Zukunft alles Gute und Glück. Die Namen stehen, die lieben sich, wir freuen uns für sie und wir feiern heute allen zusammen. Die Namen stehen, die lieben sich, wir wünschen für die Zukunft alles Gute und Glück. Was bringt man zu dem Anlass mit? Was soll man schenken, wenn sie doch schon alles haben? Nur Geld so einfach machen wir es uns nicht. Die Nahrungsstühle, die lieben sich. Wir freuen uns für sie und wir feiern heute allen zusammen. Die lieben sich, wir wünschen für die Zukunft alles Gute und Glück. Lina und Schnü, die lieben sich, wir freuen uns für sie und wir feiern heute alle zusammen. Lina und Schnü, die lieben sich, wir wünschen für die Zukunft alles Gute und Glück. Wenn wir uns an unser Studium in Stuggi erinnern, fällt uns auf, dass Lina nicht nur in Ruhr gewohnt hat. Mit lautem Rohr verschafft sie sich Gehör. Es gab nie ein Wenn und auch kein Aber. Ihre Präsenz war stets ein Hit. Denn wenn sie mal in Stimmung kommt, dann macht auch wirklich jeder mit. Thank you.
Alles Gute!